Hallo zusammen, ich bin Nikolas und bei uns, also Melanie und mir, läuft immer noch die große Titel-Challenge. Wer schafft zuerst, Melanie den IM-Titel oder ich den Großmeistertitel? Ja, solange wir es nicht schaffen, müssen wir jeden Monat eine Verlustpartie kommentieren. Und weil der Juli ziemlich ertragreich war für mich, leider, habe ich gleich eine Dreier-Niederlage in Folge für euch mitgebracht, die ich euch jetzt zeigen werde. Und vielleicht könnt ihr ein bisschen was draus mitnehmen. Genau, ihr seht schon die Großrochade. Was heißt das für die, die es nicht verstehen? Großrochade ist natürlich die Großrochade auf dem Brett, aber auch nennt man das leider so, wenn man drei Niederlagen in Folge einsteckt. Das passiert mir sehr, sehr selten, ist mir aber beim Lüneburger Schachfestival passiert. Und die Partien zeige ich euch jetzt. Die erste Runde habe ich gespielt gegen Jewgeni Worobjow, einen Großmeister, recht stark, so Rating um 2,5. 60, 70 oder so hat jetzt erst frisch in Dresden das FIDE Open gewonnen. Die Eröffnung machen wir ein bisschen schneller. Hier kann es noch ziemlich viel werden nach Springer F3. Also Läufer G7 hat er bisher immer gespielt. Und jetzt wollte ich mit G3 eigentlich gegen Königsinne spielen. Und das macht die Großmeister auch aus. Er spielt hier einfach C5, D5 und direktes B5. Also geht über in Wolgagambit. Und das ist natürlich sehr misslich. Ich habe mich sehr intensiv auf diese Varianten vorbereitet, aber natürlich nicht auf Wolga. Hat er mich direkt eiskalt erwischt. Das erklärt auch meinen etwas komischen Zug. Ich habe Springer C3 gemacht. Natürlich, die Challenge sollte man annehmen, auf B5 nehmen. Und dann A6, den nimmt man auch noch. Also Schwarz opfert einen Bauern und kriegt dafür Gegenspiel. Darauf habe ich mich leider nicht eingelassen, weil ich mich dafür nicht gut genug vorbereitet gefühlt habe. Stattdessen habe ich Springer C3 gemacht, wohl ein Fehler. Also ich wollte ihm halt den Bauern C4 einfach anbieten, schenken sozusagen, um mich bequem zu entwickeln. Nach seinem nächsten Zug hat er den Bauern nicht genommen, muss ich jetzt mit dem Springer nochmal zurück. Ihr seht schon, das hat einen Zug gekostet. Ich hätte auch direkt Läufer G2 spielen können. Na gut, die nächsten Züge ein bisschen schneller. Ich entwickle mich, er entwickelt sich, er nimmt ein bisschen Raum ein am Damenflügel, stellt den Springer nach B4, das ist natürlich ein schöner Vorposten. Und hier war so die Phase, also ich stehe jetzt noch nicht wirklich schlechter, ne? Also es geht noch. Aber hier muss man umschalten und ein passives Spiel anstreben, was ja an dem Tag nicht so mein Ding war. Ich wollte draufhauen und habe deswegen jetzt F4 gemacht, hier die Bauern nach vorne schieben. Ich hätte wahrscheinlich lieber einen Springer nach D3 stellen sollen und dann versuchen hier abzutauschen und das Ganze dann zu überleben. Aber ich wollte lieber richtig draufhauen, E4 auch noch hinterher, E6 und nach dem Abtausch Dame E2 und jetzt geht es so langsam Richtung F5. G4 dafür noch, um das vorzubereiten. Turm A7 bereitet hier einen Schwenk vor. Auch das ist immer eine Möglichkeit, das sollte man im Hinterkopf behalten, dass man die Türme nicht unbedingt immer auf der Ziellinie verdoppeln muss, gerade wenn auf dem Weg noch was dazwischen steht. Dann kann man auch mal so einen Weg gehen. F5 von mir. Und er nimmt jetzt natürlich nicht raus, das wäre ein schwerer Fehler, was den König öffnet, sondern zieht mit dem Läufer zurück. Und das ist halt auch der fiese Nachteil, sage ich jetzt mal davon, wenn man F5 spielt in so einer Struktur. Ihr seht das, die schwarzen Felder, die hat Schwarz jetzt komplett in der Hand. Deswegen war mir schon klar, dass hier angriffsmäßig nicht so viel zu holen ist. Ich wollte nur seine Figuren so ein bisschen nach hinten. Dame F3, Springer C6, gruppiert sich um Richtung Zentrum, hat auf B4 nicht mehr wirklich was zu tun. Springer D3, Dame H4, jetzt gehe ich zurück, mache ein bisschen Platz für meine anderen Figuren. Er geht auch zurück, B3, Läufer B7. Ich tausche diesen Läufer ab, um ein bisschen Kontrolle über die schwarzen Felder zu bekommen. Dame G5, Dame E3, ich muss zurück und nach Springer E5. Es sieht schon ein bisschen unangenehm aus für mich, also ganz gefallen hat es mir nicht. Ich habe jetzt seine Idee mal kopiert, den Turm rüber zu holen und möchte das Ganze auch machen mit meinem Turm von A3, der natürlich etwas misslich steht. Turm D8 gespielt worden, Turm E1, Springer C3 und jetzt hole ich so langsam den zweiten Turm rüber und die kritische Stelle in der Partie, bis dahin mache ich ein bisschen schneller. Abtausch auf D5, König F8. Bereitet sich schon mal vor, vielleicht irgendwann mal zu nehmen, F6 zu spielen und dann ganz schnell einen Turm rüber zu bringen. Also selber der Abtausch H3 hier erstmal absichern, Turm E7. Und jetzt so langsam nach dem Abtausch A-Bauern gegen C-Bauern. Hier war es eine sehr, sehr schwierige Stellung. Ich hatte wenig Zeit. Und ich habe einfach unterschätzt, wie er mich am Königsflügel überrennen wird. Also da kann man auch was draus lernen. Ich habe jetzt A5 gespielt
um schon mal den Bauern weiter nach vorne zu bekommen. Wenn der erstmal auf A6 steht, dann kann er sich natürlich nicht mehr voll auf den Königsflügel konzentrieren, weil er immer mal auf den Bauern schauen muss. Besser wäre gewesen als A5, hier direkt Turm F2 zu spielen und dann zum Beispiel nach Zügen wie Turm B8. Hier mittels eines taktischen Tricks kann man die Türme verdoppeln auf der F-Linie, denn nach Springer E3, Dame E1 drohe ich hier den Abzug. Turm schlägt F7 Schach mit Damengewinn und naja, wenn er jetzt auf G2 rausnimmt, das deckt die Dame. König schlägt G2, er zieht die Dame weg und naja, hier habe ich Chancen. Ich muss ehrlich zugeben, die Stellung gefällt mir jetzt nicht so super gut für mich, aber es geht noch. Das hätte ich so nicht verlieren müssen. Na gut, aber nach A5 hat er wirklich mich großmeisterlich auseinandergenommen. Und zwar indem er hier vor seinem eigenen König aufmacht, die Möglichkeit, den Turm rüberzuholen, meine Figuren nach hinten drängt. Und hier muss man sagen, ich habe es im nächsten Zug jetzt in Zeitnot sofort eingestellt. Aber hier ist sowieso nichts mehr zu holen. Erstmal drauf, aber er geht auch dahinter, droht wieder das Schlagen. Und jetzt nach Springer D2. Naja, setzt er hier zur Gabel an mit dem Springer von C4, geht nach D3 und das habe ich dann aufgegeben, weil es doch ziemlich chancenlos ist. Ja, das war die erste Niederlage. War jetzt nur eröffnungsmäßig ein bisschen doof, ansonsten hat mich das gar nicht so sehr mitgenommen. Viel schlimmer war die zweite Runde und die Leute von euch, die auch bei Chess24 unterwegs sind, die kennen den Lukas auch. Der hat nämlich auch eine Videoserie gemacht zum Caro Kann, nennt sich Shelling Fort bei Chess24. Und ja, das war unsere Partie, nachdem wir schon häufiger in Geschwätzblitz-Sessions gegeneinander gespielt haben. E3, D5 und jetzt B3, das kann man so machen. Damit gibt man mit Weiß gewissermaßen seinen Eröffnungsvorteil ab, aber auf der Gegenseite kriegt man eine Partie, die nicht so theorielastig ist. Also sowas kann man machen, wenn man gerne einfach eine offene Partie spielen möchte. Läufer E7, Läufer B2, Rochade, Springer C3. Und jetzt muss ich sagen, Springer C6, da hat Lukas, finde ich, ein bisschen daneben gegriffen. Also Springer C6 in so einer Struktur, es ist jetzt nicht wirklich super schlecht, aber es passt einfach nicht rein, den Springer vor den C-Bauern zu stellen. Das nimmt ihm auch jede Menge Einfluss im Zentrum. Aber wenn der Bauer auf C5 ist, dann droht auch immer mal an, D4 durchzuziehen. Und deswegen war Springer C6 schon kein so guter Zug. Und hier die richtige Antwort ist dann auch D4. Man baut sich jetzt mehr oder weniger normal auf. Und Schwarz hat nicht so den Einfluss im Zentrum, wie Weiß ihn hat. Ja, B6, irgendwo müssen die Figuren ja hin. Der Läufer soll jetzt nach B7 und das vielleicht für euch so eine Merkregel in solchen Strukturen. Sobald B6 kommt, ja, hat er ja sich hier auf den Feldern geschwächt und sich festgelegt, den Läufer nach B7 zu entwickeln. In dem Moment kann man häufig ganz gut auf D5 rausnehmen, weil das Nehmen mit dem Bauern jetzt nicht mehr so sinnvoll ist, weil der Läufer kommt sowieso im nächsten Zug nach B7 und dann guckt er nur seinen eigenen Bauern an. Deswegen hat Lukas ja auch völlig zu Recht mit dem Springer geschlagen. Und ja, es ist nicht viel, was Weiß hat, also was ich hier in dieser Stellung habe, aber gut gewesen wäre auf jeden Fall jetzt A3 zu spielen, einfach um das Feld B4 zu kontrollieren, damit er da nicht reinkommt im nächsten Läufer D3 und Weiß hat eine sehr angenehme Stellung. Stattdessen habe ich Läufer E2 gemacht. Und er hat jetzt direkt zu Springer B4 gegriffen. Ganz guter Zug, wie ich finde. Was ist die Idee dahinter? Also die Idee dahinter ist, ihr seht ja, die schwarze Stellung ist so ein bisschen komisch, ne? Also der Springer gehört nicht vor den Bauern. Also ist sein Ziel jetzt, diesen Bauern nach vorne zu bringen, nach C5. Dafür muss der Springer weg. Und auf B4 hat er noch den Zusatzzweck, dass er nach einem Abtausch auf D5 dann direkt den Platz einnehmen kann. Und das erklärt auch, warum Springer A4 ein sehr guter Zug gewesen wäre, den ich leider nicht gemacht habe. Springer A4 geht jetzt dem Abtausch aus dem Weg und sorgt dafür, dass er hier gleich mit seinen zwei Springern nicht die idealen Felder hat, weil er hat nur ein gutes Feld für Springer und das ist das Feld auf D5. Im nächsten kommt A3, der Springer muss weg und Weiß hat hier immer noch einen recht bequemen kleinen Vorteil. Ich habe stattdessen auf D5 genommen. Und nach Springer D5 Rochade, naja, ist es nicht viel. Es ist sehr symmetrisch, die Stellung. Er spielt C5, was man auch tun sollte. Und hier dachte ich, naja, vielleicht kann ich ein bisschen was rausholen, wenn ich mit A3 spiele, B4, so kam es auch, Läufer E7. Und jetzt bin ich zumindest der Erste, der seine Figuren auf die offenen Linien kriegt. Und naja, es ist ein klein wenig. Natürlich sind Fehler vonnöten, um so eine Stellung zu gewinnen.
Er hat Läufer F6 gemacht, stellt sich dem starken B2 entgegen. Und hier jetzt so mehr oder weniger meine Pointe. Ich kann meinen Springer auf E5 stellen und habe dort ein bisschen mehr Einfluss auf seine Stellung als sein Springer auf D5. Und er hat jetzt, naja, ich finde im Ansatz ein bisschen eine dubiose Entscheidung getroffen, den E5 zu nehmen, sein Läuferpaar aufzugeben. Denn jetzt habe ich nicht viel, aber ich habe einen langfristigen Vorteil. Leider kam ich nicht dazu, den langfristigen Vorteil auszuspielen, denn Lukas hatte noch was im Hinterkopf. Er wollte hier Dame G5 machen und das hat er auch gemacht. Und das greift den Läufer an, aber nicht nur den Läufer, sondern er schielt hier in Kombination mit seinem Läufer B7 auch schon mal auf meinen König. Und ja, hier ist mir was passiert, was mir wirklich selten passiert. Ich habe die ganze Partie in einem Zug eingestellt. Wie kam das Ganze? Also ich glaube, wir können kurz festhalten, Läufer G3 schnürt der Dame auch den Weg ab auf G2 und Weiß steht leicht besser, hat den Vorteil des Läuferpaars, den ich natürlich aber über viele Züge ausspielen muss und das dauert, wenn man sowas, also zwingend verwerten kann man es hier in der Stellung nicht, aber man hat gute Aussichten, wenn man hier langfristig das Läuferpaar hat. Naja, aber die Frage ist natürlich auch, wie bekomme ich die Läufer so ein bisschen mehr nach vorne, ein bisschen, wie kann ich die Stellung öffnen? Und irgendwann habe ich aufgehört, konkret zu denken und habe mehr oder weniger schachphilosophisch angefangen zu grübeln, wie ich denn am besten das Ganze organisiere. Und dann kam ich irgendwann auf den Trichter, naja, ich würde die Stellung gerne ein bisschen öffnen, ich würde gerne meine Bauern hier nach vorne schieben, vielleicht auch mal F5 machen, um für die Läufer möglichst weite Diagonalen zu öffnen. Und dann kam mir der Gedanke, naja gut, dann sparst du dir Läufer G3, fang doch gleich mit F4 an. Den habe ich dann auch gemacht und nachdem ich den Zug gemacht habe, dachte ich, wow, das ist mir selten passiert, so ein Riesen-Fauxpas in der Turnierpartie. Versucht es doch gerne selber mal zu finden, wenn ihr es nicht auf den ersten Blick schon gefunden habt. Pausiert das Video und löst mal, was macht Schwarz jetzt? Ja, es ist eigentlich viel zu simpel. Man sagt ja, wenn man was berechnet, dann fängt man mit den Schlagzügen an und der erste Schlagzug bringt auch schon den Erfolg. Schwarz kann einfach auf F4 schlagen, denn die Drohung Dame schlägt G2 entscheidet hier die Partie. Ich kann das Matt noch verhindern, ja, so mit Zügen wie Läufer F3 oder sowas, aber der Läufer hängt auch, also ist diese Stellung jetzt auf einen Schlag ruiniert und verloren. Und ja, das habe ich jetzt auch nach 18 Zügen aufgegeben. Das war leider keine große Leistung. Das war meine zweite Runde und diese ersten beiden Runden und insbesondere die zweite Runde erklärt auch, warum ich dann gleich wieder, wieder schlecht gespielt habe. Ich möchte es euch von Anfang an zeigen. Ich habe gegen Nachwuchsspieler Jari Reuker gespielt, so um die 2,350 hat er an Elo. Und ich habe mir gedacht, gegen ihn spiele ich mal Französisch. Und zwar kommt gleich hier so die Hauptvarianten sind für die Französisch-Spieler von euch sicherlich ist das keine Neuheit. Springer B8, hier leitet die Breyer-Variante ein, die auch Magnus Carlsen, der Weltmeister, sehr oft mit Erfolg spielt. D4, Springer D7, Läufer B7, jetzt hängt der E4, also er hängt nicht, aber Weiß möchte gerne diesen Springer umgruppieren, deswegen Läufer C2. Schwarz spielt Turm E8, Springer F1, Läufer F8, der Läufer ist wieder zurück und kommt vielleicht später mal über G7. Springer G3, G6, dem Springer hier ein bisschen Einfluss nehmen. A4, C5, das ist alles noch Theorie. Jetzt kommt D5, C4. Das ist so die Mainline, möchte ich mal sagen. Und naja, in wenigen Zügen entwickelt sich aber hier eine sehr spannende Partie. Ich habe Springer C5 gespielt, Weiß Dame D2 und jetzt habe ich Läufer E7 gemacht. Sieht erstmal ein bisschen komisch aus. Aber ich möchte meinen Springer rüberholen. Der soll auch am Damenflügel mitwirken und dafür muss ich einfach den Läufer dazwischen stellen. Und tatsächlich ist es in solchen Stellungen so, er hat Turm A3 gemacht, typisches Motiv zum Verdoppeln auf der A-Linie. Ist es so, dass Weiß diese Läufer nicht unbedingt tauschen möchte. Also der weiße Läufer ist ein bisschen stärker als der schwarze. Und mit dem Abtausch tut er mir nur einen Gefallen, das hat er aber auch erkannt, deswegen hat er ihn zurückgezogen. Dame C7, Dame E2. Die Dame auf D2 steht nicht optimal, blockiert das Springerfeld und macht dort nicht allzu viel, muss man sagen. Springer B6, kommt der Abtausch auf B5. Ne? Ich habe gedroht, hier zu nehmen. Er schlägt auf A8, ich nehme zurück. Und hier war ich schon ganz froh, weil das war die dritte Runde. Klar, diese zwei Niederlagen im Nacken sind immer doof, ihr kennt das bestimmt. Aber
Hier konnte ich zumindest gegen Jari bequem zum Ausgleich kommen in der Öffnung, was nicht immer einfach ist, denn Jari ist ein, naja, Öffnungsspezialist, möchte ich schon fast sagen. Also er kennt seine Theorie sehr, sehr gut und da ist es nicht so einfach, Ausgleich zu erreichen. Also für mich schon ein kleiner Sieg in der Öffnung. Springer H2 droht hier den Springer Richtung Königsflügel zu bringen. Ich habe Turm A2 gespielt, gefolgt von Turm A1, um hier schon mal so ein bisschen Einfluss zu nehmen. Springer G4, Läufer C8. Auch das ein wichtiges Motiv, die Figuren wieder zurückholen zur Verteidigung. Springer H6 Schach und jetzt König F8 habe ich gespielt, was auch ein starker Zug war. Denn König G7, ihr seht es glaube ich schon, man fühlt das schon so ein bisschen, der steht hier immer in irgendwelchen lästigen Sachen drin. Springer F5, Springer H5 oder auch Dame F3 und der König, na, der ist da einfach nicht so gut positioniert. Also König F8, bis hierhin habe ich eine ganz gute Partie gespielt, auch jetzt Turm F1, droht F4 an. Glaube ich, habe ich eine sehr schöne Verteidigung gespielt und naja, ich weiß es eigentlich, weil die Engine das bestätigt hat. Also der Computer sagt auch, Läufer A4 ist ein starker Zug, der den Bauern F2 hindert, jetzt sofort loszutreten. König H2 überdeckt hier einmal und nach Dame E7 der nächste Verteidiger ran. Muss man sagen, stehe ich schon leicht besser. Die letzten Züge von Weiß, die waren nicht optimal. Und bis hierhin habe ich wirklich eine sehr, sehr schöne Partie gespielt, wie ich finde. Und keine Fehler gemacht. Und jetzt geht es aber los. Er spielt B4. Und ihr wisst es alle, solche Bauern kann man en passant nehmen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, auf B3 zu nehmen. Ja, die Situation war die, ich hatte, glaube ich, noch eine Viertelstunde auf der Uhr für 10 Züge. Das ist nicht allzu viel. Und ich habe das Ganze durchgerechnet. Okay, was passiert, wenn ich nehme? Dann dachte ich, nimmt er erstmal auf C5, um hier den gefährlichen Freibauern zu haben. Nimmt dann auf B5, alles andere macht für ihn überhaupt keinen Sinn. Dann dachte ich, okay, Läufer A6 spieße ich mal auf den F1 auf. Die Pointe dahinter ist, dass er den jetzt nicht einfach wieder nehmen kann, weil der B1 auch hängt. Diese Stellung habe ich in der Partie dann eingeschätzt und dachte, naja, also eigentlich müsste ich gut stehen. Er hat ja nicht so viel. War mir aber nicht so ganz sicher, naja, wenn er vielleicht Schach gibt und dann vielleicht Dame B7 und hier auf den F7 geht und so. Also im Endeffekt, man kann das alles verhindern, kein Problem, aber es hat sich eine gewisse Unsicherheit bei mir breit gemacht. Einfach darin begründet, dass ich mir dachte, ich habe so taktisch so schlecht gespielt die letzten Partien. Da kann doch wieder nur was schief gehen, wenn ich so eine taktische Variante spiele. Tja, das war dann Pech an der falschen Stelle, weil genau diese Stellung ist sehr gut für Schwarz, die hätte ich spielen sollen. Also man muss tatsächlich sagen, dass B4 ein sehr schlechter Zug war von Jari, aber nur wenn man auch rausnimmt. Ich habe stattdessen Springer A4 gespielt und jetzt geht das Ganze in wenigen Zügen bergab. König G7, Springer E2. Die Drohung von ihm ist so G3, F4 zu spielen und mein Läufer hat nicht mehr so viele Felder. Hier möchte ich euch nur ganz kurz zeigen, was kann man in solchen Situationen machen. Sehr gut wäre gewesen, wenn ich einfach F6 gespielt hätte, mit der Idee im nächsten Läufer G5 und also zum Beispiel auf G3, Läufer G5 und hier dieser Doppelbauer ist gar nicht so verkehrt, vor allem muss er auch erstmal zurück, kriegt auch einen Doppelbauern und jetzt komme ich da raus mit Springer gegen Läufer am Ende, die Struktur, sind beide gleich gut oder schlecht. Und hier hätte ich eine leicht bessere Stellung gehabt. Naja, stattdessen habe ich hier Dame D7 gespielt. Idee ist es natürlich, G3 zu verhindern. Und dann könnte ich auf H3 nehmen. Das Problem an der Sache ist, in der ersten Partie war es F5, hier ist es F4, öffnet mein König und die Stellung ist verloren. Also da muss man ein bisschen reingucken, um die ganzen Feinheiten zu verstehen. Aber er öffnet die Stellung. Und macht mich fertig. Letzte Hoffnung für mich war auf B1 zu nehmen, den Läufer, mit der Idee, jetzt aggressiv mit dem König nach vorne, den Springer auch noch zu nehmen. Aber mir war schon klar, dass das Ganze nach hinten losgeht. Er kommt jetzt mit allen Figuren ran. Die Dame kommt auch hinterher. Ich muss hier einmal decken. Macht er G3. Gewinnt diese Figur. Und. Naja, machen wir es kurz. Die Partie ging noch 20, 25 Züge, 30 Züge sogar. Ist auch egal, aber die Stellung ist verloren.
Jetzt kommen mir schon die Tränen in den Augen hier bei den Partien. Nee, daran liegt's nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen Mut gemacht. Ja, also jeder macht Fehler am Brett und jeder kann gegen Großmeister gewinnen und auch gegen internationale Meister gewinnen. Denn jeder hat auch mal einen kleinen Knacks im Kopf und packt irgendwelche Stellungen weg oder holt große taktische Fauxpas raus. Also es passiert wirklich allen. Was sollte man dagegen machen? Also mein persönliches Fazit ist, ich habe mir jetzt wieder ein paar Taktikbücher geschnappt. Ich werde daran arbeiten und dann wird das sicherlich besser. Und ich denke, das ja, solltet ihr auch so machen. Wenn es taktisch nicht so läuft, naja, dann arbeitet dran. Es passiert allen. Das ist im Endeffekt das, was ich euch sagen will. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.